In den Fakkeler Statuten steht's geschrieben. Und somit wird's von dem elitären Kreise auch als Gesetz empfunden, dass man ein Gründungsmitglied lässt hochleben. Gescheit zur Munde. Leider können zwei von den vieren sein nicht mit dabei. Deswegen gibt's jetzt diese YouTube-Schweinerei. Was tut der Schein? Eins, zwei, 17, 8. Jo, wenn man seine Hocker sieht, ja, man er befugt sich. Die lässt sich schon und gut bei uns. Jo, unser Team. Ja, ja, wenn man seine Hocker sieht, ja, man er befugt sich. Die lässt sich schon der gut bei uns. Jo, unser Team. Drei Fokkerer in Thailand, mein Gott, wie war es schien? Der schienste Platz auf der Welt, ich möchte nimmer gehen. Das vermeintliche Paradies war der Diva nicht genug. Ey, sag nicht er, wenn er hungrig ist, gib ihm ein Snickers, alles wird gut. Ja, ihn zu verarschen, ist uns schon ziemlich gut gelungen. Auf Befehl vom Tauchlehrer ist er allein ins Wasser gesprungen. Wie jeder andere Arschnochel ist bitte fünf Runden ums Boot. Am Ende schaut er auf und denkt sich, ach, ich Vollidiot. Ja, das ist uns Elias. Ha, Vollidiot. Ne? Ja, wenn man seine Hoffnung sieht, ja, man er befugt sich. Für das ist das gut bei uns. Ja, unser Diebmann. Ja, ja, wenn man seine Hoffnung sieht, ja, man er befugt sich. Für das ist das gut bei uns. Ja, unser Diebmann. Wenn der Herr Stocker dann doch mal zur Flasche greift, das erste Mal ansetzt und es dann eigentlich auch schon reicht. Wenn seine Freund erst warm werden, will er schon wieder heim. Zum Horn holen darf der Onkel die Mama Maria sein. Und wenn er sich dann noch, wenn er sich dann noch so am Radar plötzlich nimmer spielt, dass seine scheiß Freund an Körperteilen interessiert. Nicht das, was ich jetzt eh meins, aber Augenbrau tut's auch. Mei, da war sie sicher stolz, Mama Maria. Jo, wenn man seine Hoffnung sieht, gab man er befugt sich. Für ist sicher recht, gut bei uns. Ja, unser Dietmann. Ja, 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 wenn man seine Hoffnung sieht, gab man er befugt sich. Für ist sicher recht, gut bei uns. Ja, unser Dietmann. Beruflich wie ein Stocker, halt recht variabel. Ein super Tischler und Bankier, aber als Fluglots miserabel. Menschenleben wollte man ihm dann doch nicht anvertrauen. Als studierter Hausmeister kann er nicht ganz so viel versauen. Kommen ist er aber sehr gerne wieder heim. Weil seine zwei Marias hat er ein Mordserschwein. Verhungern tut er bei den zwei nämlich nicht.
und wir alle wissen ja, was das für eine Leistung ist. Und deswegen singen wir der verfressenen Hure. Ja, wenn man seine Hochzeit sieht, ja, man erbe Punkt ist, man kriegt sich ja recht gut bei uns. Ja, unser Team, ja, wenn man seine Hochzeit sieht, ja, man erbe Punkt ist, man kriegt sich recht gut bei uns. Ja, unser Team, vor allem beim Pokern, ein richtiger Stratege, bestritt mit dem Betzi sogar professionelle Wege. Ja, er rechnet sich vor allem alle Wahrscheinlichkeiten aus, geht aber in letzter Zeit allem mit leeren Taschen ins Haus. Komisch, Wesen war er ja ein ziemlich guter Kicker, ja fast so wie der Janko, leider ein bisschen dicker. Das Herz hat dann irgendwann nicht mehr so geschlagen für den Sport. Das heißt, die Helm gibt. Ach, ich spür's nicht. Das Herz hat dann immer nicht mehr so geschlagen für den Sport. Ich möchte das kurz erklären. Gell? Der Herz hat nicht mehr so geschlagen für den Sport. Das ist eindeutig zweideutig, nicht? Gell? Weißt du, Mann? Deswegen spiel ich nochmal. Das Herz hat dann irgendwann nicht mehr so geschlagen für den Sport. Seit es die alten Helm gibt, spielt er jetzt passenderweise tot. Nochmal noch. Ja, wenn man seine Hochzeit sieht, ja, man erbe tut sich, die lässt sich recht gut bei uns. Ja, unser Dietmann. Ja, wenn man seine Hochzeit sieht, ja, man erbe tut sich, die lässt sich recht gut bei uns. Ja, unser Dietmann. Servus, verdammt! Ich muss ins Ultental rein!